So, herzlich willkommen zum Schwabensoccer Talk. Die Saison 2011-2012 steht bevor, die Teams starten in die Vorbereitung, darunter auch der Bayernligist TSV Gasthofen. Wir haben heute zu Gast den Trainer Robby Walch. Robby, herzlich willkommen bei Schwabensoccer. Hallo. Ja, nach dem Aufstieg gegen die Spielvereinigung Selwitz mit 3:1 gewonnen, Robby, steht jetzt heute die zweite Trainingseinheit an. Wie bist du mit deinen 11 Neuzugängen zufrieden und was hast du von Eindruck von den Jungs bisher? Gut, wir hatten ja gestern die erste Trainingseinheit, es war ein lockerer Aufgalopp. Wir haben ein Trainingsspielchen gemacht, aber da hat man schon gesehen, dass wir einen richtig hochwertig besetzten Kader haben. Ich denke, dass wir uns auf ein paar ganz gute Spiele auch in der Bayernliga freuen dürfen. Ihr habt ja mit dem Daniel Raffler vom FC Affing, Sebastian Kinzel vom 1. FC Nürnberg 2, Regionalliga immerhin, eigentlich schon zwei Top-Stürmer auf hohem Niveau geholt, die ja auch eine Zeit lang beim FC Affing als Sturmduo agiert haben. Was versprichst du dir von diesen beiden? Ja, ich sehe es also genauso wie du. Ich denke, dass das zwei hochwertige Stürmer sind, dass die auch qualitativ auch in der Bayernliga ein sehr hochwertiges Stürmerduo bilden werden, wobei man nicht ganz sicher bin, ob man dann mit den beiden auch direkt im Sturm auflaufen. Daniel Raffler ist ja auch über die Außenposition wahrscheinlich sogar stärker, sodass wir vielleicht auf ein 4-2-3-1 oder 4-3-3 gehen können. Wir haben zu den beiden haben wir noch einen Berkan Köroglu, der noch unbekannt ist, ist noch relativ jung, hat schon mal in der Bayernliga gespielt, aber ist auch ein hochwertiger Stürmer. Und dann haben wir natürlich mit Sebastian Schaller vom FC Augsburg 2 auch noch einen Spieler, der durchaus in der Spitze spielen kann, sodass wir, denke ich, im Sturm uns keine Sorgen machen müssen. Ja, du hast es angesprochen, Neuzugänge, ihr müsst euch keine Sorgen machen. Wir haben vorhin kurz gesprochen, vor dem Interview, Robby, ihr seid nahezu auf jeder Position doppelt besetzt. Konkurrenzkampf wird groß sein, die nächsten Wochen bis zum ersten Spieltag. Wenn die ersten englischen Wochen anstehen, wird sich der ein oder andere fragen, ob die Bayernliga und der TSV Gasthofen noch der richtige Verein sind. Kommen dann noch Wechsel in Frage? Du denkst jetzt, dass der eine oder andere eventuell unzufrieden ist, weil er nicht die Einsatzzeiten bekommt. Ich stelle es mir eher ein bisschen anders vor. Wir sind neu in der Bayernliga. Es kommen ungleich höhere Belastungen auf uns zu. Ich denke jetzt gleich mal an das erste Wochenende, da spielen wir am Samstag vielleicht bei 30 Grad gegen Heimstetten zu Hause. Wir müssen dann unter der Woche eine weite Fahrt nach Würzburg machen, dort wieder 90 Minuten über hohes Tempo gehen. Am Samstag drauf dann schon das nächste Heimspiel gegen Rosenheim, die bekanntlich ja auch eine körperlich gute Mannschaft sind. Ich stelle es mir eher so vor, dass wir vielleicht so ein bisschen rotieren können, den einen oder anderen über 90 Minuten bringen, dann ihn dann im nächsten Spiel vielleicht mal erst ab der 60. Minute bringen, weil der Kader, sage ich mal, auf den ersten 17 Positionen so hochwertig ist, dass wir keinen Qualitätsverlust haben, wenn der eine oder andere dann mal auf der Bank sitzt und vielleicht in den letzten 30 Minuten nochmal Impulse setzen kann. Ich habe das gestern den Jungs auch so vermittelt. Ich denke, das ist auch ganz gut angekommen, weil die Mannschaft will als Mannschaft Erfolg haben. Und es ist ja immer noch ein Mannschaftssport, da geht der Mannschaftserfolg über den Einzelerfolg. Und ich denke, wenn wir gemeinsam Erfolg haben, kommt jeder Einzelne auch besser raus. Ja, wir sitzen ja hier, Robby, in der Abendstein Arena. Montag kommt der Bundesligist FC Augsburg hierher, gibt seine Visitenkarte ab mit all seinen Neuzugängen. Was versprecht er euch von dem Spiel? Und sicherlich erwartet er auch eine volle Hütte. Also die Tribüne war am zweiten Vorverkaufstag ausverkauft. Die ist restlos voll. Jetzt geht es gerade an die Stehplatzkarten mit Hilfe der VR-Bank, die das Spiel bewirbt, und erhoffen uns natürlich, dass wir eine volle Hütte bekommen. Der FC Augsburg ist sicherlich durch das, dass er in die Bundesliga aufgestiegen ist, ein interessanter Verein, nicht nur hier in der Region. Wir haben sogar Anfragen bis auf Schongau für dieses Spiel. Aber ich glaube, die Konstellation TSV Gasthofen, Aufstieg Bayernliga, FC Augsburg gleichzeitig Bundesliga, das lockt die Leute auch nochmal an. Ich habe es ja beim FC Augsburg selber erlebt, die Bayernliga-Zeiten, das war exakt vor 10 Jahren. Und ja, 10 Jahre später ist der TSV Gasthofen zum ersten Mal in der Bayernliga und der FC Augsburg Bundesliga. Das ist schon was Besonderes.
Ja, wenn man den Weg so verfolgt, es tut sich ja viel oder hat sich viel getan. Ihr seid in die Bayernliga aufgestiegen, FCA in die Bundesliga, Stadtwerke Bezirksliga, SV Mehring in die Bezirksoberliga. Es hat sich schon einiges getan in der Region. Aichach spielt jetzt Landesliga. Ist auch, denke ich mal, für die vielen jungen Nachwuchsfußballer im Raum Augsburg und Augsburg Stadt und Land sehr wichtig, dass sie hier auch Vereine vorfinden, wo man auch bleiben kann und dann auch höherklassig spielt? Oder wie siehst du das, Robby? Ich sehe es genauso. Das hängt natürlich immer damit zusammen. Die Vereine, die du jetzt aufgezählt hast, das sind natürlich sehr engagierte Leute im Hintergrund. Und je mehr Engagement da herrscht und je mehr Motivation und Motivation bei den Verantwortlichen, desto höher kommen die Vereine. Und hier in der Region ist es offensichtlich gerade extrem hoch.